In der heutigen Zeit geht euch bestimmt genauso, ist Effizienz und auch Zeitersparnis auch im Haushalt sehr, sehr, sehr wichtig. Und genau dafür stellt jetzt Shark eine vielversprechende Lösung her, und zwar den Shark Detect Pro Plus Absaugstation. Mit einer Vielzahl an intelligenten Funktionen und einer gründlichen Reinigung möchte dieser Akkustaubsauger unsere Reinigungsgewohnheiten verbessern. Und inwiefern das bei mir funktioniert hat, erfahrt ihr jetzt. Der Shark Detect Pro kommt in einem meiner Meinung nach tollen Design daher, das sowohl modern als auch funktional ist. Angenehm leicht mit gerade einmal 2,5 Kilogramm und schön wendig ist er ebenfalls. Der Lieferumfang umfasst neben dem Akkusauger selbst eine automatische Absaugstation, ein flexibles Saugrohr, eine Multifunktionsbürste, eine Fugendüse, einen Akku und dann haben wir auch noch die Möglichkeit, eine Antigeruchskapsel bzw. eine Duftkapsel in die Station einzulegen. Hier kann man dann auch die Stärke variieren von Minus bis nach oben zum Plus. Diese Technologie schützt dann vor Gerüchen innerhalb der Basis und natürlich wird das Zuhause ebenfalls ein bisschen frischer vom Duft her. Gehen wir jetzt aber mal ein bisschen detaillierter auf die einzelnen Komponenten ein. Beginnen wir mal mit der Multifunktionsbürste. Diese Bürste könnt ihr andocken an das flexible Saugrohr und dieses flexible Saugrohr ermöglicht die einfache Reinigung unter Möbeln und an schwer zugänglichen Stellen, denn man kann mit einer einfachen Taste diesen Mechanismus hier hervorrufen. Man drückt einmal hier rauf und dann ist das Ganze entriegelt und wir können so viel, viel einfacher unter Möbeln saugen. Übrigens findet man hier überall an den ganzen Komponenten diesen Klickmechanismus. Das macht das Ganze viel, viel einfacher und viel, viel komfortabler. Die nächste sehr interessante Komponente ist hier natürlich die Absaugstation. Die Station entleert den Staubsauger automatisch und sorgt auch dafür, dass der Schmutz bis zu 45 Tage lang aufbewahrt werden kann. Und das alles aber eben komplett beutellos, meiner Meinung nach ein Riesenkaufargument für diesen Akkustaubsauger. Ihr müsst also nicht alle paar Wochen, alle paar Monate einen neuen Beutel kaufen und den in der Station einlegen, sondern ihr könnt ganz einfach diesen Griff hier oben nehmen, das Ganze einfach rausziehen, dann diesen Knopf hier an der Seite drücken und schon geht der Deckel auf und ihr könnt den ganzen Staub, den ganzen Dreck in eurem Mülleimer ausleeren, fertig. Die Benutzerfreundlichkeit des Shark Detect Pro empfand ich als sehr gut. Der Staubsauger ist leicht und handlich, was die Reinigung in verschiedenen Bereichen des Hauses erleichtert. Die flexible Handhabung des Saugrohrs ermöglicht eine mühelose Reinigung, ich hatte es ja schon bereits erwähnt, unter Möbeln und in engen Ecken aber auch. Beim Thema Ecken und Kanten gibt es auch noch eine Besonderheit, zu der ich gleich kommen werde. Dank der verschiedenen Reinigungsmodi und der einfachen Bedienung über das Display ist der Wechsel zwischen unterschiedlichen Reinigungseinstellungen schnell und intuitiv. Es gibt zum einen den automatischen Modus, da gibt es verschiedene Technologien, zu denen ich gleich nochmal näher kommen werde. Dann haben wir den Eco-Modus natürlich, den Sparmodus sozusagen und aber auch noch den Boost-Modus. Hier haben wir dann die volle, hohe Saugkraft. Der Eco-Modus ist natürlich dafür da, um eben Akkulaufzeit einzusparen. Das Coole an diesem Gerät ist aber, dass wir sogar den Akku herausnehmen können und einfach einen zweiten Akku reinstecken können. Das heißt, wir können zwei Akkus, drei Akkus, vier Akkus, je nachdem wie viel wir nachgekauft haben, aufladen und immer wenn dann der eine Akku leer ist, zur Akkulaufzeit komme ich gleich noch, können wir dann den neuen Akku reinklicken und dann haben wir wieder volle Power. Ich halte ja gerade die Haupteinheit einfach so in den Händen und ja, ein bisschen schöner würde ich es finden, wenn ich jetzt einfach mal die Fugendüse vielleicht ranklicken würde und damit kommen wir auch ganz kurz zu der, denn ich finde es sehr, sehr cool, dass Shark sich dafür entschieden hat, auch noch eine Fugendüse mit in den Lieferumfang zu packen und nicht nur die Multifunktionsbürste, weil somit können wir einfach auch zum Auto laufen, ist ja ein Akkustaubsauger und das Auto auch schnell mal aussaugen oder andere Kleinigkeiten. Diese Fugendüse hat sich bei mir auch schon sehr gut bewährt. Kommen wir jetzt aber zurück zum Thema Akku und Akkulaufzeit. Diese habe ich nämlich gemessen mit den verschiedenen Features. Natürlich habt ihr am meisten Akkulaufzeit, wenn ihr die Fugendüse nutzt mit dem Eco-Modus. Benutzt ihr die Multifunktionsbürste, habt diese also an der Haupteinheit angeschlossen, dann zieht das natürlich ein wenig an der Akkulaufzeit, weil wir mehr Features zur Verfügung haben. Laut Shark selbst soll ja der Detect Pro 60 Minuten schaffen und in meinem Test habe ich sogar 65 Minuten geschafft im Eco-Modus mit der Fugendüse natürlich. Habe ich im Eco-Modus die Multifunktionsbürste angeschlossen, dann kam ich auf 45, beziehungsweise der Shark Detect Pro kam auf 45 Minuten. Als nächstes habe ich den Modus getestet, den ich eigentlich hauptsächlich benutze, den Automodus, aber mit der Fugendüse, da kam das Gerät dann auf 38 Minuten insgesamt. Mit der Elektrobürste kam ich hier aber dann gar nicht auf einen groß anderen Wert, ein bisschen weniger natürlich schon und zwar hat der Akku bei mir dann meistens gehalten zwischen 30 und 35 Minuten. Am wenigsten Akkulaufzeit gab es natürlich im Boost-Modus, da kam das Gerät bei mir mit Fugendüse auf 18 Minuten und mit der automatischen Bürste hier, mit der Multifunktionsbürste auf 13, 14, 15 Minuten maximal. Was ich auch sehr gut finde, ist, dass der Staubsauger nicht nur automatisch über die Absaugstation geleert werden kann, sondern ihr könnt auch manuell direkt über den Staubsauger das Ganze hier unten rausklicken und dann den Dreck, den Staub bei eurem Mülleimer entleeren. Denn ihr könnt übrigens den Shark Detect Pro auch ohne Absaugstation kaufen. Neben der Akkulaufzeit und all den tollen Features ist natürlich auch die Reinigungsleistung wichtig und der Shark Detect Pro hat bei verschiedenen Böden bei mir mit gut bis sehr gut abgeschnitten. Wenn man mich festnageln wollen würde und ich müsste mich entscheiden
zwischen Hartböden oder Teppichen, dann würde ich sagen, dass die Saugleistung hier beim Shark Detect Pro bei Hartböden etwas besser ist als bei Teppichen mit dieser Multifunktionsbürste, die hier verbaut wurde. Dennoch ist die sogenannte Quad Clean Bodendüse speziell für die Tiefenreinigung von Hartböden und aber eben auch Teppichen entwickelt worden. Ich war auf jeden Fall zufrieden mit der Reinigung bei Staub natürlich, Haaren, Katzenstreu, Erde, Krümeln, all das hat problemlos funktioniert und es gibt hier richtig coole, intelligente Funktionen, die dazu beitragen, dass eben die Reinigungsleistung so gut ist, wie ich sie empfunden habe. Zum einen muss ich das sogenannte Dirt Detect hier erwähnen. Diese Funktion erkennt quasi den Schmutz und erhöht dann automatisch die Saugleistung. Was mich ja begeistert hat, mich kriegt man mit solchen Details dann immer, ist, dass das Ganze auch farblich signalisiert wird auf dem Display. Leuchtet die LED-Anzeige blau, dann heißt es, hier wird kein großartiger Schmutz gerade erkannt. Leuchtet das Ganze hingegen gelb, dann heißt es, dass hier Schmutz erkannt wurde und am besten saugt ihr dann an der Stelle so lange, bis die LED-Anzeige wieder blau leuchtet. Dann gibt es hier auch noch die Edge Detect-Technologie. Das verdoppelt die Saugleistung für eine stärkere Reinigung von Kanten und Ecken, hatte ich vorhin ja ganz kurz schon mal erwähnt gehabt. Das fand ich auch besonders intelligent und beeindruckend, habe ich so auch noch nicht gesehen. Man hört zum einen auch die Stärke der Saugleistung, die dann angepasst wird und man sieht es aber auch, weil dann die LEDs bei der Multifunktionsbürste nur noch auf der Kantenseite leuchten. Sehr schönes Detail mal wieder, danke dafür, Shark. Natürlich gibt es hier auch einen sogenannten Floor Detect, also dass automatisch der Bodentyp erkannt wird und danach die Saugleistung angepasst wird. Ich habe ja eben schon so ein bisschen was über die LEDs bei der Multifunktionsbürste verraten, aber es gibt noch einen anderen Zweck, wofür hier LEDs genutzt werden, und zwar zum Ausleuchten von schwach beleuchteten Bereichen. Dadurch werden dann natürlich so ein paar versteckte Staub- oder Ablagerungen entdeckt, die vorher vielleicht nicht entdeckt worden wären, und somit wird die Saugleistung auch nochmal optimiert. Der Shark Detect Pro Akkusauger mit Absaugstation überzeugt durch seine starke Reinigungsleistung, finde ich, die benutzerfreundliche Handhabung und die intelligenten Funktionen, die den Reinigungsprozess erheblich erleichtern. Die automatische beutellose Absaugstation, der wechselbare Akku und auch die Möglichkeit, mit Hilfe einer Fugendüse den Detect Pro zu einem Handstaubsauger umzuwandeln, das sind nur ein paar Features, wo ich finde, dass der Shark Detect Pro zu einem wertvollen Helfer zu Hause wird. Es gibt eine Sache, die man beachten sollte, das ist auch nur der eine Punkt, der mir so ein bisschen negativ aufgestoßen ist, wo ich mir wünschen würde, dass bei der zweiten Version das dann möglich ist, dass der Shark Detect Pro auch alleine stehen kann, ohne Absaugstation. Insgesamt bietet er ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und ist auf jeden Fall klar zu empfehlen für alle Personen, die viel beschäftigt sind oder halt einfach eine effiziente und gründliche Reinigungslösung für zu Hause suchen. Der Shark Detect Pro wird auch bei mir jetzt nach dem Test ein fester Bestandteil zu Hause sein. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut.